Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Metroid Prime, Part Nummer 26. Ja, im letzten Part sind wir hier ein bisschen durch die, ja, durch die Eiswüste Pendrana, gell, heißt es, glaube ich, nochmal? Pendrana, genau. Und gucken hier uns gut um, zumindest hoffe ich, dass ich mich gut umgucke, was die ganzen Verstecke angeht. Und ja, wir haben im letzten Part auch hier und da ein Artefakt gefunden. Ich denke mal, dass hier auch noch eins sein wird, weil da ist dieser Turm, der zusammenstürzt. Und ich glaube, dass es nochmal ein Artefakt war. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Irgendwas war da auf jeden Fall. Und das möchten wir natürlich dann heute in Anspruch nehmen. Und natürlich möchte ich gucken, dass ich heute mit der Eiswüste komplett fertig werde. Dass ich dann hier nicht nochmal hin muss. Und ja, dass wir dann halt in den nächsten Parts dann uns dann mal auf die Talon Oberwelt umgucken. Weil da werden dann wohl noch die meisten Sachen sein, die einem, ja, die man halt überprüfen kann. Weil da habe ich nämlich am wenigsten umgeschaut. Auch mit den ganzen Upgrades, die ich jetzt habe. Und dann bin ich da mal gespannt. Das ist immer so der Gedanke da, dass man ja eigentlich solche Spiele spielen sollte, wenn man sie dann schon weiß, gell? Anstatt, dass man sie blind spielt. Aber, ja. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass ich 100% erreichen werde, weil ich eh nicht alles finden werde, denke ich mal. Aber dass wir zumindest uns trotzdem gut umgeguckt haben, dass wir am Ende sagen können... Na, wo sind wir denn? Dass wir gesagt haben, dass man sich trotzdem umgeschaut hat. Nicht, dass man einfach nur durchgerusht ist in dem Sinne. So. Weg mit dir hier. Laut Karte ist hier noch jemand. Ja. So, ich sag euch, der Plasma-Beam, der ist schon heftig. So. Bisschen was einsammeln hier. Wollen wir eigentlich gar nicht brauchen. So, jetzt muss ich noch ganz kurz gucken. War das jetzt hier oder auf der anderen Seite? Ich hab mir gar nichts. Okay. Ich hab nur mal so ein bisschen reingeguckt, gell? So, aber wie gesagt, da ist halt dieser eine große Turm, der umfällt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das damals zum ersten Mal gesehen habe, fand ich das doch beeindruckend, wie der umfiel. Deswegen bin ich schon mal gespannt, ob das wieder so ist. Oder ob halt sozusagen das Ganze noch so gut aussieht. Geht's mal kaputt? Hat das so viel ausgehalten oder was? Ja, und genau das da hinten. Am Fundament dieses Turms ist eine große Treibstoffzelle angebracht. Diese Energiesignaturen weisen starke Pegelschwankungen auf. Die äußere aus Radium bestehende Hülle des Gebäudes scheint beschädigt und instabil zu sein. Ja, und hier war ja eben noch ein, so ein Eis, so ein zugefrorenes Feld, deswegen konnte ich da noch nicht drauf schießen, gell? Und dann müssen wir nämlich eine Rakete draufballern. So. Vielleicht fand ich es auch damals einfach nur beeindruckend, weil hier so viel kaputt gegangen ist dabei. So. Dann mal schön da rein da. Okay. Ja, doch, Artefakt. Sehr schön. Vor allem ist natürlich ein bisschen komisch, wie man das Artefakt hier versteckt. Weil man ja eigentlich davon ausgeht, gerade man hat ja im vorigen Part gesehen, dass man halt diese Chozo-Statue halt benutzen muss, damit man hier die... daran kommt, was ja eigentlich logisch ist. Aber hier macht man einfach nur einen Turm kaputt und dann kommt man auch so dran, gell? Dass man vielleicht irgendwie so eine... Okay, man kann ja relativ weit nach oben laufen. Dass man vielleicht irgendwas sieht im Sinne von, dass hier vielleicht jetzt eine Chozo-Statue kaputt gegangen ist dadurch oder sowas, aber leider nicht. Ey, warte mal, wie komme ich hier nochmal raus? Wie komme ich hier nochmal raus? Achso, hier. Alles klar. Da. Also halbwegs durch den Turm. So geht's. Alles klar. Sehr schön. So, also wenn wir jetzt jeden Part ein Artefakt finden, dann kommen wir doch gut voran, oder was meint ihr? Die großen Kisten, die halten ziemlich viel aus, oder? Die sind halt wirklich, ja, okay, egal. Einfach stabil. So nicht aus in die falsche Richtung gehen, gell? Jetzt haben wir gespeichert, deswegen geht's hier lang. Alles klar. Wisst ihr, passiert ja leicht, dass man hier sich, dass man auch in den falschen Weg läuft, besonders wenn halt
die Ebene symmetrisch ist und dann halt links oder rechts, gell? Dann müssen wir halt irgendwie mal so zwischen Süden, Osten, Süden, Norden oder Osten, Westen überprüfen, gell? Da. Jetzt hat gerade ein bisschen geruckelt, weil eben noch die Tür mit hier mit aufging, gell? Hier ist auch noch dunkel. Das ist ein Geschützturm. Ja. Na? Man merkt übrigens, wenn ich in diesem Visor bin, dann sieht man das Radar nicht, gell? Dann sieht man halt nur hier. Na, kommst du hierher? Metroid ist weg. Na du? Da. Ich glaube, ich mache erstmal wieder alle Gegner kaputt und dann kann ich mich gemütlich umgucken, weil wenn man die ganze Zeit diese panische Musik hat, ist mal so eine Sache für sich. So. Wo haben wir den nächsten? Hallo? Wobei ich mich schon beim letzten Mal hier doch relativ gut umgeschaut habe, bin ich ganz ehrlich. Okay, das ist Scan-Ding. Ich glaube, ich hatte hier gerade einen Turm abgeschossen, oder? Er schießt. Dummes Turm-Ding. Dummer Turmgeschütz. Ja gut, vielleicht sind es ja auch die Metroids, gell? Die jetzt gerade noch die Musik hier machen. Hallo? Ist mal kaputt? Ja, das war wirklich Metroid. Warum halten die auf einmal mehr aus? Na gut, keine Ahnung. Sind trotzdem immer noch dieselben. Okay. Was hat mir hier? Es leuchtet so und ist nix, oder was? Na gut. Da oben ist ja noch einer. Warum ist die Musik weg, wenn da noch einer ist? Hallo? Hey du. Was ist mit dir? So, ja gut. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um, sage ich mal. Damit mir irgendwas auffällt. Man vielleicht scannen könnte. Das ist natürlich schwieriger, wenn ja alles dunkel ist. Oh, da war noch was. Also das war das. Ja. Nicht wichtiges. Na gut. Natürlich erstmal wieder nach oben, weil ich ja bewusst runtergesprungen bin. Aber ich glaube eigentlich, dass ich mich doch schon beim letzten Mal hier doch relativ gut umgeschaut habe. Und ich habe nichts wirklich gesehen. Weil hier oben bin ich auch schon über die Schiene lang gelaufen, genau. Habe ich auch schon alles gemacht. Ja, sollte eigentlich passen. So, nochmal kurz auf die Karte gucken. Dann gibt es nämlich hier... Ja, warte mal, hier laufe ich jetzt zurück. Ich muss dann hier runter. Dass ich dann hier nicht aussehen nach links gehe, sondern nach rechts gehe. Und hier gibt es dann auch wieder zwei Wege. Ich kann entweder hier lang, dass ich dann hier lang muss. Ich glaube, hier muss ich nochmal rein in den Gravitationssee. Und dann kann ich hier außen rum und dann gehe ich wieder zurück. Ja, genauso können wir es machen. Wobei, ich glaube, ich sollte doch eher so rumgehen, weil... Ja, stimmt. Weil wir dann mit dem sind wir dann wieder zurückgegangen, genau. Macht mehr Sinn. Macht mehr Sinn! Was war das für ein Geräusch? Ja. Ihr habt auch Freude hier die ganze Zeit, die Unsichtbaren rumzugeistern, ja. Ich frage mich immer noch, ob der eine mit dem Tarnfunktion, ob das alles extra war zum Scannen oder ob man den einfach gar nicht scannen kann und deswegen dann egal ist. Na, auf hier. Ach ja, cool, das war der Raum. Da haben wir ja den Wärmekamera mal ja bekommen. Warum halten die hier auf einmal mehr aus? Bei dem ersten da hat man einmal drauf geschossen, dann waren die weg. Geschützturm. Okay, da unten. So. Wie
Danke dir. Und gerade hier könnte man natürlich auch noch was verpasst haben in dem Sinne. Na? Sehe ich so aus? Okay. Thermalvisor steht ja auch unten. Ich wollte jetzt nicht unbedingt ganz nach unten springen. Über die Geschütztürme erstmal wegmachen, die man nicht sieht. Dann können wir uns immer noch um die Metroids kümmern. Ist irgendwo noch einer? Die Umgebung gescannt und nichts gesehen. Ballert da noch einer. Das scheint aber mich nicht zu treffen. Ich würde mich hier natürlich gerne umgucken wollen. Nicht, dass ich jetzt hier voreilig wieder weggehe, nur weil mich der Raum nervt, sage ich mal. Ah, da. So, alles klar. Hier war noch ein Metroid auf jeden Fall irgendwo. Und irgendwo noch ein Turm, der sich gerade aktiviert hat. Also, sollte vielleicht auch mal die Treppe ganz normal hochgehen. Dann würde ich auch ganz nach oben kommen. Na. So, kommst du raus hier? Alles klar. Ja, ja. Oh. Der ganze Raum ist hier wirklich zugemint mit Geschütztürmen hier. Was ist denn los? So, kann ich jetzt? Darf ich jetzt? Alles klar, alles wunderbar. Dankeschön. So, weil dann will ich nämlich noch ein bisschen gucken, ob ich hier vielleicht noch irgendwas zum Scannen habe. Wobei ich eigentlich davon ausgehe, dass ich hier doch relativ gründlich war, sage ich mal. Mal überlegen. Da oben was? Das ist aber nur... Ja. Jetzt sehe ich danach aus, dass ich hier irgendwas vergessen hätte in dem Sinne. Oder dass irgendwas Auffälliges wäre. Kann ich auch nicht scannen, gell? Da kommen die Metroids einfach so raus, wie sie gerade Bock haben. Wenn welche drin sind. Und hier hatten wir ja unser Upgrade bekommen. Ja. Na gut, dann geht's mal weiter, würde ich mal sagen. Oh. Ist mir gerade da ein Metroid. Okay, der ist. Achso, der ist vermutlich geplatzt, weil die. Weil er zwischen der Tür wieder war, gell? Ja, das wird vermutlich gewesen sein. Erschreckt mich doch nicht so. Wo man ja weiß, wie Metroids aussehen, wenn sie dann einem auf einen zufliegen, dann denkt man sich schon so, ja, geh weg. Ich mag nicht mit dir knuddeln. Aus offensichtlichen Gründen. Oh. So, das ist aber noch einer. Na du. So, also wie gesagt, ich möchte jetzt hier dann erstmal nach oben. Ah ne, Quatsch. Ich möchte hier nach unten. Und zwar die, nicht ganz nach unten, sondern nur die mittlere Stufe. Okay. Aber natürlich auch wieder gucken, dass wir hier... Na, ich bleibe gerade hängen. Na, das war klar, ich bin hängen geblieben. Ich wollte nicht gleich so tief fallen. Weil ich natürlich gucken möchte, ob ich hier... Ja, jetzt bin ich eigentlich schon genau da, wo ich sein wollte. Aber ich wollte mich hier natürlich trotzdem noch ein bisschen umgucken. Aber ich komme ja sowieso nochmal rein in den Raum. Da muss ich dann eh wieder hoch, ja. Dann gehen wir dann hier dann hin, ja. Alles klar. Also es ist wurscht, ob ich jetzt mache oder später. Okay, das ist nur der Zwischenabschnitt hier. Na... Oh. Gehst du weg? Jetzt kommen sie aber alle, gell? Na, hallo? Hä? Okay, der ist einfach normal gestorben. Alles klar. Deswegen hat er gerade so ein bisschen gebraucht.
Na, ihr habt euch auch schon mal hingesetzt. Okay, das war wirklich nur ein Zwischenraum, da ist nichts. Auch wenn der ein bisschen größer ist. Jetzt vielleicht mal gucken. Irgendwas da aussehen zum Sprengen. Weil wir haben ja auch festgestellt, dass wenn Sachen zum Wegsprengen sind mit der Powerbombe, dass es nicht unbedingt, also wenn es halt jetzt so eine Wand ist, die nicht... Stimmt ja, der Raum. Oh. Auch hier hockt ihr schon rum. Okay, alles klar. Na. Aber klar, es zeigt auch einfach nur aus dem Grund, dass wir dann hier nochmal hin müssen. Damit wir halt natürlich vermutlich vielleicht noch ein Artefakt finden, eventuell. Zumindest gehe ich mal da fast davon aus. So, anstatt nach unten zu... Ach, wir hatten da unten ja noch ein... Ja gut, ich muss sowieso runter. Wir hatten ja noch hier sowas, gell? Wie kam ich da hin? War hier irgendwas zum Schmelzen? Ich meine, wir müssen ja irgendwie unter die Eisschicht kommen, gell? Sehe ich vielleicht hier irgendwo was? Nee. Schon eine kleine Fischis, die man leider nicht scannen kann. Die man auch interessanterweise gar nicht sieht, wenn man es. Hey, wie komme ich denn da jetzt dahin? Wie ist denn der Raum aufgebaut? Irgendwie muss man ja da runterkommen. Ja, ist auf jeden Fall eine Vertiefung da, aber... Achso, wartet mal, vielleicht... Vielleicht gibt es hier irgendwo so ein Stalaktit, den man runterschießen muss, der dann vielleicht durchs Eis durchbricht. Kann ich mir vorstellen. Wobei ich mich ja eigentlich schon beim letzten Mal, glaube ich, schon diesbezüglich umgeschaut habe. Ja, nee, hier haben wir ja einen. Da auf einen stehe ich gerade, aber... Na, wie springe ich denn hier? Also wäre so das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass man halt wirklich hingeht und halt hier irgendwas runterbrechen lässt und dann... Ja. So, warte mal, da oben ist eine Speicherstelle. Und da kam ich, gell? Von der Seite, ja. Und da, wo ich jetzt bin, bin ich richtig. Das macht mich aber trotzdem ein bisschen fuchsig hier, dass ich hier da nicht nach unten komme. Weil ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass es vielleicht, dass es eigentlich nicht kaputt geht. Dass man dann vielleicht irgendwie durch so ein Loch hindurchkommt, sag ich mal. So, da geht's weiter. Deswegen erstmal ganz gemütlich. Ne, hier ging's weiter. So. Dass ich erstmal gemütlich von Plattform zu Plattform springe, ob vielleicht irgendwas auffällig ist. Schmilzt alles nicht. Hey Kollege, komm mal her, du. Lass mal auf die andere Seite. Aber ich sehe jetzt auch keinen Punkt, wo man da irgendwie was hätte, gell? In dem Sinne. Gut, hätte ich eh nicht geschafft. Wie komme ich da unten rein? Ich meine, ich könnte ja jetzt übertreiben und zum Beispiel jetzt hier in dem hier rumfackeln, aber das klappt auch nicht. Man muss halt schon so sehen, dass das Spiel nur das zulässt, was auch wirklich gedacht ist und nicht realistisch gedacht in dem Sinne von, ja gut, jetzt schmelzen wir das einfach mal. Oder vielleicht doch die Powerbombe? Das ist natürlich schon eine Sache für sich. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da dran? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, da oben ist ja auch nichts zum Abschießen, wo... Oder doch? Ah doch, warte mal, das ist doch eins, oder nicht? Warte mal, das ist doch einer, oder nicht? Ja doch, seht ihr? Aber da muss ich erstmal näher dran. Der hängt ziemlich weit nach oben. Der ist schon... Ja, hier ist er. Ich muss halt wirklich schon die Stelle treffen, wo man... An der Stelle, wo man scannt. Deswegen
Muss ich gerade kurz mal gucken, wo ich mich hinbewegen muss. Da, okay. Na, komm. Nein, ich habe dich getroffen. Hallo? Oder muss ich das aufladen? Mit. Ich verstehe es gerade nicht. Oder ich muss halt von einer. Muss halt wirklich von ganz weit oben drauf schießen. Weil ja, sozusagen, dass es, weil es schon außerhalb der Reichweite ist zum Scannen, dass es vielleicht auch sogar außerhalb der Reichweite ist, um es halt, um halt Schaden zu verursachen. Das kann es ja auch sein. Deswegen. Ja, muss ich halt irgendwie gucken, dass ich mal ein bisschen weiter nach oben komme. So, vielleicht jetzt. Ne, von hier aus kann ich es nicht mal scannen. Gibt es noch eine erhöhte Plattform? Von hier aus sehe ich es ja nicht richtig. Da muss ich wohl doch dann nach hinten hin, um da das drauf zu schießen. Das macht ja dann wohl mehr Sinn. Ja. So, Kollege, dann kommen wir hier rüber geflogen. Na, ich sollte natürlich nicht. Ich muss halt springen und dann erst nach oben gehen, damit ich. Ja, ihn greifen kann, genau. Und hui. So. Stimmt, weil hier waren wir jetzt beim ersten Mal und hatten gar keinen, hatten ja gar keinen, keinen Grappling. So, jetzt geht's aber. Hallo? So, also man muss das Ding schon wirklich genau treffen. So, das macht auch Sinn. Ja, sogar noch schöner. Also ich habe jetzt eigentlich gedacht, das Eis ist nur weg, aber die haben das wirklich so gemacht, dass es auch noch gut aussieht dabei. So richtig weggebröselt in dem Sinne. Oh! So tief wollte ich jetzt eigentlich nicht fallen. Gut, dass wir hier schon den, ja, dass wir schon den Gravity-Anzug haben, weil das war jetzt ein bisschen überraschend. So, wieder was gefunden. Weil er gesagt, endlich gefunden, wie man drankommt. So, ah, alles klar. Hat sich das erledigt und dann gehen wir ganz gemütlich weiter. So, hier hin. So. Das ist immer noch einer der schönsten Räume, wenn man mit dem Morphball hier durchgeht, gell? Weil es halt so schön spiegelt an den Wänden. So. Na ihr? Aber schmeckt. Warte mal, bin ich jetzt richtig? Na. Ja, hier bin ich richtig, weil hier kam ich ja vorher überhaupt nicht nach oben. Und da oben ist dann auch noch was. Okay, alles klar. Na gut, dann gucken wir mal. Und das ist halt auch. Man muss auch gleichzeitig sagen, das ist auch das, was immer so ein bisschen motiviert, dass man halt, ja, was könnte das sein? Immer so der Gedanke, was könnte das sein? So, einmal hier rüber. So. Und schwingen. So. Einmal. Und dann hier rüber. Okay. Weil ich traue diesen Flugplattformen nicht unbedingt, dass die nicht ewig in der Luft bleiben. Deswegen muss ich immer wieder ein bisschen gucken. Ah, es geht ganz schön weit nach oben, muss ich sagen. Na, ist das hier irgendwas? Nee. Also, dass wir einfach nur gerade ausspringen jetzt noch mit unserem Kollegen hier. Nein! Was? Sie hat losgelassen. Vermutlich, weil ich an die Wand dran gekommen bin. Ah. Ja gut, nicht so wild. Wir kennen ja den Weg jetzt. Da bin ich wohl echt dumm an die Wand gekommen. Ich meine, hier sind ja keine Gegner, das ist zumindest der kleine Vorteil. Also da würde ich dann schon gerne öfters mal runterfallen, ohne dass ich
wieder von irgendwas genervt werde. So, dann machen wir es am besten so, dass das Ding auch hier eher so in die Mitte ist, gell? So, alles klar. Und hui. So, und was haben wir hier Feines? Ah, eine Powerbombe. Wobei ich eigentlich ganz ehrlich sagen muss, dass gerade die Powerbomben-Upgrades so ein bisschen das Unwichtigste ist hier. Weil ich krieg ja, also meistens finde ich ja eh nur eine Stelle, wo ich eine Bombe nutzen muss. Und ja, dann bringt eigentlich auch nichts, wenn man jetzt, wenn ich davon 10 oder 20 hätte. So, passt noch gut aus, okay. Einschlagszentrum ist schätzungsweise 800 Meter vom Endpunkt der Fasson-Ader Omikron entfernt. Okay. Fasson-Ader Omikron weist von allen Gruben den höchsten Ertrag pro Kubikmeter auf. Und diese ganzen Einträge von den, ja, von den Weltraumpiraten. Zum Minendienst abgesandte Drohnen haben sich am Kontrolldeck einzufinden. Das werden jetzt auch so die Drohnen hier kommandiert. Hier, Drohne, komm her! So, und das Ding ist nur, der Boden sieht nur speziell aus, echt nichts, gell? Ja, okay. Ja, ja. Okay. So, das war dann also nur dafür. Also geht es jetzt unten lang wieder zurück. Damit wir dann hier lang gehen können. Okay. Alles klar. Hui. Wobei ich eben doch gerade das Gefühl hatte, als hätte ich da oben noch was gesehen. Ja, ja, nee. Ich muss nochmal nach oben. Oh, Achtung, das sind die meine Lieblingsgegner hier. Hinter mir ist auch noch einer. So. Ja, beim ersten Mal fand ich ihn gruselig. Und immer noch, wie gesagt, wenn man halt sich langsam bewegt, dann, ja, kriegt man so leicht Panik, dass man nicht wegkommt. Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt nochmal einmal sicherheitshalber gucken, weil es hat irgendwie so ausgegeben, als ich runtergesprungen bin, dass noch gegenüber noch irgendwas war. Kann natürlich auch komplette Täuschung sein von mir, aber ja. Wir sind ja hier jetzt, um uns umzuschauen, und so soll es ja auch sein. Wobei es natürlich auch einfach nur sein kann, dass es gegenüber genau das ist, wo ich ja angefangen habe, hier die, ja, mich rüber zu schwingen. Und dass dann halt das, ja, dass ich jetzt unnötig nach oben gehe. Aber lieber nachgeguckt, als hinterher sich geärgert, wenn man da was vergessen hat. Ihr wisst ja. So. Und irgendwie höre ich hier noch irgendwas? Oder ist es das Vieh oben? Was so komische Knattergeräusche macht. Ja, nee, ich glaube, am Ende war das nur, dass ich hier. Ja, aber wenn ich ja von der Seite wieder auf die andere Seite gucke, dann sehe ich ja auch alles hier schon. Ja, ja, nee, das war jetzt unnötig. Na gut. So, da ist da unten. Alles klar. So. Mit dir. Weil ich würde schon ganz gerne in diesem Part halt das komplette Gebiet jetzt abgeschlossen haben. Aber auch gleichzeitig trotzdem nicht zu voreilig überall weglaufen, nur damit man halt irgendwie dachte, ja gut, da ist nichts mehr, das passt schon. Und hier ist immer schon richtig, okay. Aber hier sind dann auch wieder Gegner. Ja. So, weg mit euch. Dann gehe ich erstmal nach rechts, dann rum und dann geradeaus. Alles klar. So, ansonsten gab es ja auch nichts großartig, wo man noch irgendwie abschießen könnte und Co. Hast du eine Körperbildverankerung? Achso, ja. Stimmt. Macht ja Sinn. Bisschen zu tief. Bisschen Plattforming. Macht doch Spaß. So, ich denke mal, der Raum hier ist. Der hoffentlich auch abgefrühstückt. Hoffe ich wirklich. Ich meine, ich komme hier sowieso nochmal hin vorbei, weil ich ja nochmal zurück muss hier. Dann kommt man hier wieder raus. Ja, ja, okay. Ist also nichts Besonderes.
hier sind wieder Gegner. Alle Tentakeln. Ah, mit dem kriege ich sie sogar kaputt. So, Achtung, ich bin zu nah am Fischi dran. Ja, meine Anzeige fehlt. So, alles klar. Also. Immer auf der oben zu schießen. Das ist einfach kaputt gegangen, okay. War ich hier oben schon drin? Ah, nee, das war ja das. Okay, ja. Aber da oben ist auch noch was. Was ist da oben? Vermutlich das Upgrade, weil ich danach kriege. So, dann schmelzen wir das einfach mal hier. Ah, okay. So ist gedacht. Hallo? Wie komme ich da dran? Indem ich auf die Plattform gehe. Ja. Da, 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 da. So. Wo ist das Ding? Andere Seite? Ja, ist in Anführungszeichen nur ein Missile-Container, aber okay. Den haben wir dann auch dann. Alles klar. Sehr schön. So, und was ist jetzt dann hier drin? Oh, Achtung, hier ist noch ein Gegner. Na komm. Mach den Mund auf. Sehr schön. Okay. Aber ich denke mal, dass es hier dann nichts weiter gibt in dem Sinne. Also ich glaube halt echt, dass der X-Ray nur für ganz bestimmte Sachen da ist. Also nicht, dass man jetzt hier irgendwie was hat. Und hier habe ich ja den Gravity Suit gefunden. Ja. Okay. Immerhin haben wir was gefunden. Hier ist ja die Hauptsache. Oh, eingefrorene Fische. Auch nicht schlecht. Nettes Detail. Ich muss dann doch oben rum, gell? So. Wie komme ich hier raus? Da. Da komm mal raus. Sehr schön. Na, ich möchte schon auf die Eis... Also die Eisfläche ist da. Sehr schön, also nicht aus Versehen wieder ins Wasser fallen in dem Sinne. Da hoch. Nein! Sagte er und fällt ins Wasser wieder. Ja, ja. Bin ja nur ich, ihr wisst ja. Na. Da hoch. Ja, vorhin, als ich es mit dem Grappling gemacht habe, da, ja, da war es kein Problem, aber jetzt dann falle ich natürlich wieder rein. Komm. Ja, ja, das weiß ich doch. Lass mich in Ruhe. Ist ja nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie. Na, so. Ja, komm, geh mal weg, du komische Anzeige. Ja, ja, ich weiß. Tschüss. Dem Raum könnte eigentlich auch noch was sein in dem Sinne. Sieht mich irgendwie danach aus. Nee. Ist auch wieder nur ein Zwischenraum in dem Sinne. Und hier werden vermutlich wieder die Gegner gespawnt sein, gell? Ja. Man hört sie schon. Na, hau ab. Aber immerhin kriegt man dann wieder die Aufladung dazu. So. Und dann würde ich halt jetzt noch hier durch und dann hier runter. Und dann denke ich mal, dass wir dann
speichern können. So, alles klar. Und hier gab es ja eigentlich auch nicht mehr großartig was. Also ich denke mal... Ja, passt schon, würde ich sagen. So, hier geht es dann wieder unter Wasser weiter, okay. Zumindest halbwegs. Oh. Hallo, wieso? Ja, es ist mein Visor wieder kaputt. So, weil irgendwie, ja, irgendwie habe ich gerade getroffen und doch nicht. So, gibt es hier noch irgendwie irgendwas unter Wasser vielleicht? Und da sind wir ja gerade gekommen. Ja. Ich laufe immer wieder im Kreis. Ihr wisst ja, wie es ist. Na, okay, da oben ist auch nichts. Wie das sein können. Nee. Kommt auch nicht irgendwie nicht ganz nach oben. Na du? So, und das war das, wo wir dann... Ja, wo wir jetzt wieder ganz nach oben müssen. Da. Na, hörst du auf, hier Radau zu machen? Wo fliegt der denn hin? Okay. Der hat auch nicht mehr gewusst, wo es lang geht. Ah, ich hab mir die Finger verbrannt und ist schnell weg. Ja, okay. Weil jetzt noch gemütlich hier durch und dann dürften wir es eigentlich geschafft haben. Ja, wenn ich nicht noch dreimal runterfalle. Ihr wisst ja, wie es ist. Man müsste ja meinen, ich wäre gut im Plattforming, gell? Aber, ja gut. Selbst der Beste fällt immer irgendwo wieder runter, gell? Darf man ja nicht vergessen. Ich meine, selbst Speedrunner machen Fehler, auch wenn sie ein Spiel schon das 100. Mal durchspielen. Nicht so, weil sie einmal einen richtig super Run hatten, dass dann gleich alle Runs so sind, gell? Da. So, von hier sind wir mal gekommen, aber ich muss ja noch weiter nach oben. So, und wie gesagt, sollte euch noch irgendwie was einfallen, dass hier definitiv irgendwas sein sollte, dann gucke ich, dass vielleicht nochmal zurückgehe. Später hinaus. Wenn ich das Spiel nicht schon längst durch habe, dann kann es auch sein. Aber ansonsten bin ich eigentlich durchaus zufrieden hier, muss ich sagen. Uiui. Ich habe schon fast wieder das Gefühl gehabt, runterzufallen. Okay. So. Ah! Gut, dass wir hier sind. Yay! Also war die ganze Zeit hier. Alles klar, dann haben wir ja auch das hier. Sehr schön. Doppelt gut, dann habe ich nämlich jetzt wirklich alles gesehen. So. Sehr schön. So, alles klar. Und jetzt will ich natürlich hier jetzt noch kurz speichern, damit wir den Part Ende kriegen. Ich denke mal, da dürfte irgendwo eine Speicherstelle in der Nähe gewesen sein. Hoffe ich doch. Und dann kann ich ja den nächsten Part starten. Eigentlich könnte man natürlich auch sagen, ich könnte auch Stunden- oder 2-Stunden-Parts machen, wenn man dann eh nur sucht. Aber gleichzeitig darf man nicht vergessen, wenn ich die Parts länger mache, dann dauert es bei mir immer sehr lang mit dem Rendern. Und ja, könnte ich denken, dass das halt mit der Zeit auch ein bisschen nervt. Aber okay. Wir haben wieder was gefunden, gell? Dann ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Metroid Prime sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.